Hier sind wieder ein paar tote Barsche angeschwemmt worden. Das tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, welchen gewaltigen Schaden die Vertikalangler anrichten. Da hinten ist der andere. Bloß weil sie in über 10 Meter Wassertiefe angeln. Besonders im Winter, wenn es kalt ist und die Fische besonders tief stehen. Der hier hat also gute 45 cm. Das ist schon ein Trauerspiel. Tiefer als 10 Meter, dort wo häufig viele Vertikalangler fischen, bedeutet das das Todesurteil für die Fische. Die ans Ufer gespülten toten Zander und Barsche sehen wir regelmäßig beim Warten, nachdem das Gewässer von tieffischenden Vertikalanglern mit ihrer zigtausend Euro Ausrüstung heimgesucht wurde. Manchmal ist es aber auch nur ein Bellyboot. Später erzählen sie dann ganz stolz ihren Kumpels, wie viel sie gefangen haben und dass sie alle Fische sofort und schon zurückgesetzt haben. Die meisten dieser Angler wissen ganz genau, was sie da tun. Auch so kann man die Zander- und Barschbestände vernichten. Wer so fischgeil ist, dass er deutlich über 10 Meter tief angelt, um die Fische danach wieder zurückzusetzen, die manchmal wie Pingpongbälle auf dem Wasser treiben oder denen die Schwimmblasen die Eingeweide aus dem Maul rausdrücken, ist ein Fischfrevler. Denn so tötet er auch die Untermaßigen. Da sind so ein paar von den Fischfrevlern. Die Wassertiefe an der Angelstelle beträgt über 20 Meter. Das Todesurteil für die Fische. Vergesst nie, die Fische regnen nicht vom Himmel. Wo keine Fische mehr sind, kann man auch keine mehr fangen. Schont den Bestand an wertvollen, großen Laichtieren. Ich hoffe, dass dieser Film dazu beiträgt, dass sich die Vertikalangler dieses Schadens bewusst werden und nicht mehr ganz so tief fischen. Jeder Fisch, dem wir mit diesem Videoclip das Leben retten, ist den Shitstorm wert, der jetzt ausbrechen wird. Und je mehr sich dieser Clip im Netz verbreitet, desto mehr Fischen wird das Leben gerettet.